Unbekanntes Flugobjekt gesichtet. Diese Schlagzeile könnte aus Ostheim vor der Rhön stammen. Dort lässt nämlich Klaus Büttner seit einiger Zeit seinen Kopter starten. Viele Leute kennen die Kopter wahrscheinlich als Drohne aus den ganzen Medien. Und wir Kopterflieger trennen uns von den Drohnen ab, weil die Drohnen die bösen militärischen sind und wir sind die Zivilen, die Spaß machen. Und Spaß machen Kopter vor allem, weil sie mehr können als gewöhnliche Modellflugzeuge. Der Unterschied zwischen einem Flugzeug und einem Kopter oder auch einem Helikopter ist, dass die rückwärts können und ein Flugzeug kann nicht rückwärts. Und deshalb muss man, wenn man mit dem Flugzeug fliegt, Nasen fliegen können, sprich die Flugzeugnase auf die eigene Nase gucken. Das braucht man da nicht, damit kann man rückwärts fliegen. Es ist also eine Ecke einfacher. Außerdem möchte so ein Ding von selber in der Luft stehen bleiben. Ein Flugzeug möchte eigentlich auch fliegen, aber nur, wenn es vorwärts fliegt. Und ein Helikopter, der will eigentlich immer runterfallen und den muss man daran hindern. Zu seinem ungewöhnlichen Hobby kam Büttner eher zufällig. Eigentlich habe ich ja im Internet was ganz anderes gesucht und bin dann über eine Seite gestolpert, wo zwei Ostfriesen die Entwicklung von so einem Kopter vorgestellt haben. Und dann habe ich mir gedacht, das willst du auch haben. Kopter werden über die Propeller gesteuert. Je nachdem, in welche Richtung es gehen soll, rotieren sie schneller oder langsamer. Davon sind vor allem die Herren der Schöpfung begeistert. Ich weiß es nicht, warum es die Frauen nicht reizt. Es ist halt jede Menge Technik dran und nebenbei bewegt sich noch was. Und ja, wie das halt immer so ist mit technikaffinen Geschichten, da kriegt man die Frauen eher nicht so hin. Wenn so viel Begeisterung ansteckt, wird über Ostheim wohl auch in Zukunft noch der ein oder andere Kopter schweben.